Boah, man, manche der Dialoge sind aber auch schon awesome. So, und jetzt, ehe ich es wieder vergesse, probiere ich mal dahinter zu kommen. Okay, ich lasse es, das ist mir jetzt zu umständlich. Ich töte jetzt jemanden und dann gehe ich. Dann gehe ich auch erstmal auf. Beziehungsweise dann beende ich auch erstmal die Aufnahme. Aber so nervig von Propaganda her war Freiheitsfraktion im letzten Teil nicht, das weiß ich. Mal ganz kurz mal mein Scope angucken. Ja, das ist doch nice. Stimmt, das hatte ich mir vorhin schon angeguckt. Ah, das sieht gut aus. Damit kann ich spielen. Und leben. Und arbeiten. Und wirtschaften. Leben und wirtschaften. So, ich muss ja ganz kurz stehen bleiben. Und muss gucken. Klicke die Klick. So. Gut. Dann bin ich auch wieder da. So, jetzt rutschen wir mal hier runter. So ganz chillo. Und wir sind eh der Boss. Was ist denn der Typ? Handyspiele, während man Stalker spielt, spielen ist OP. Und im Moment, jetzt sind die letzten von unseren Freunden weg. Ich will ein bisschen aufschauen, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen gehen. P. Ein Stückchen noch. Ich wette mal, der Typ hat sich um ein paar Anhänger um sich geschart. Ein bisschen Banditen. Achtung an alle Freiheitstruppen! Wir sind gerade bei der alten Farm auf Söldner gestoßen. Sie leisten heftigen Widerstand. Wir brauchen Hilfe! Auf Söldner? Wir benötigen dringend Verstärkung! Aber Söldner sind doch nicht böse. Okay, dann gehe ich erstmal dahin. Probier ihm ein bisschen zu helfen. Moment, das sind gar nicht die. Wo sind die? Die Hilfe brauchen. Oh, und das sind die. Ja, toll. Das erfahre ich schnell. Ich komme. Mit einer Schrotflinte in so ein Gefecht rein. Das ist bestimmt auch schlau. Da hat gerade einer durch den Turm geschossen. Scheiße, MVP, okay. Ah ne, der ist nicht down, der hat ein paar Feins gekommen. Jetzt ist er tot. Ich mag die Waffe. Mit Scheiße. Oh, oh, ich glaube, die mache ich erstmal ab. Gerade brauche ich ihn doch noch nicht. Ich sehe gerade keinen Gegner, aber ich weiß, dass da mindestens noch zwei sind. Wer kommt da von hinten? Lutan, gut. Das geht. Damit komme ich klar. Schubst mich nicht. Oh, oh. Da war doch gerade auch noch einer. Lol. Das ist aus wie ein Gegner, das war keiner. Das ist auch ein Freiheitler, Alter! Ich knall meine ganzen Freunde ab. Fuck the shit. Das ist aber ein Gegner. Vier Gegner noch und das sind nichts vier Gegner. Ach Moment, ich hab den Kommandeur erschossen. Nee, hab ich nicht. Schade. Schnapp dir den PDA von diesem Scheißkerl und bring ihn sofort zu mir. Na schön, noch mehr Munition. Was ist das denn für eine Waffe? Die sieht cool aus. Schaut ihr nicht gerade Zuverlässigkeit? Nee. Da oben steht zuverlässige Waffe. Ach, deutsche Qualität, ja, nehme ich die Waffe mal mit. Ist ja klar, wenn das eine deutsche Waffe ist, dass sie so richtig reinhaut. Muss ja. Was ist das hier eigentlich? Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ich glaube, meine Waffe gefällt mir gerade noch mehr. Eine Leiche gelootet. Da hinten habe ich ja noch einen erwischt. Ich mache mal wieder den Schalldämpfer drauf. Ich kann mir den auch in die Pistole machen. Das ist cool. Aber mir fehlt ja irgendwie. Ich nehme mal die Waffe mit. Und dann werde ich die erstmal Dinge entladen. Na, Kommandeur. Hm? Lingo. So, wo ist denn das? Ach genau, hier. Entladen. Und fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. So. Haben wir auch geschafft. Ist so gut. So, jetzt bringen wir es noch zurück. Und dann hat sich das jetzt auch endlich mal erledigt. Warum sage ich immer endlich? Ich
Es zieht sich gerade in die Länge ein bisschen, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt gern die Aufnahme beenden will. Egal. Vor allem für meine deutsche Markenpistole, Qualitätspistole, habe ich noch insgesamt 20 Schuss. Ist nicht so toll. Nicht so lecker. Naja. Egal. Da hinten ist schon die Stalker-Basis. Da sind die Feueranomalien, die wir gerade sehen. Es regnet, es ist so nass. Ich habe mich doch jetzt extra 5 Jahre lang nicht geduscht, um extra als Let's Player und Gamer durchzugehen. Jetzt das Scheißspiel. Oh. Jetzt sind wir wieder mal erschöpft, wie immer, weil das realistische trinken wir einen Energy Pot und können direkt weiterlaufen. Energy Drink, nicht Energy. Was ich auch immer gesagt habe, oder Energy Pot, es ist ein Energy Drink. Ich habe zu wenig Real Life, als dass ich das wissen könnte, sorry. Das Spiel kommt mir gerade viel zu laut vor. Und das liegt daran, dass ich meinen Kopfhörer viel zu laut eingestellt habe. Magie. Komm, scheiß drauf. Trinken wir noch einen. Wasser weg. Einfach in der Jacke verschwinden lassen. Und dann. Ja. Das ist ein schöner Panzer, den würde ich eigentlich gerne mal fahren. Eine Runde. Es gibt ja sogar Modes für Stalker, dass man da mit Fahrzeugen fahren kann. Ich glaube, in der Ding muss ich mir mal installieren. Da hätte ich richtig Bock drauf, so ein Heli oder einen Panzer zu fahren. Also ein Heli zu fliegen. Danke für deine Hilfe. Nach der Schießerei bei der Farm wissen wir nun, dass hinter den Angriffen auf die Freiheitsgruppe Söldner stecken. Die Informationen auf dem PDA des Kommandeurs bestätigen das. Die Frage ist, warum zum Teufel tun sie das? Die Söldner sind bisher immer neutral geblieben und haben mit allen Gruppen in der Zone kooperiert. Ich frage mich, wer ihr Auftraggeber sein könnte. Vielleicht waren es ja die Wächter oder die Armee. Und dann habe ich mehr Fragen als Antworten, aber ich werde das schon aufklären. Darauf kannst du wetten. Okay, was ist denn nur mit Fang? Du hast dich an deinen Teil der Abmachung gehalten und jetzt verrate ich dir, was ich über Fang weiß. Ich war hier auf der Suche nach seltenen Ersatzteilen. Und es hat mich neugierig gemacht, was er mit dem ganzen alten Zeug vorhat. Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er mir gesagt, dass ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte. Naja, sowas lasse ich mir natürlich nicht gefallen. Ich habe einen unserer Techniker gebeten, sich in seine PDA-Frequenz einzuklinken. So konnten wir ihn einige Tage überwachen. Anscheinend ist er zum Müllhalter gegangen. Ich wollte dort nach ihm suchen. Übrigens habe ich mir seine PDA-Frequenz notiert und die auch schon übermittelt. Sein Aufenthaltsort wird nun auf deinem PDA angezeigt. Vielen Dank für die Info. Bist du bereit, der Freiheitsgruppe ein weiteres Mal zu helfen? Ich bin bereit. Yes, we can. Wir wissen jetzt zwar mehr, aber die Söldner greifen uns weiterhin an. Und wir haben schon zu viele Männer verloren. Ich weiß immer noch nicht, wie sie es ins Tal schaffen. Wir haben alle Straßen mit unseren Außenposten unter Kontrolle. Offenbar gibt es hier irgendwo einen Tunnel, den wir nicht kennen. So könnten die Söldner ins dunkle Tal gelangen. Wir müssen diesen Tunnel finden und ihn in die Luft sprengen. Wie willst du herausfinden, auf welchem Weg die Söldner hereinkommen? Das Tal ist riesig, das ist so, als ob man nach der Nadel im Heuhaufen sucht. Es gibt einen alten Triangulator im Tal, der in Sowjetzeiten von Geodäten konstruiert wurde. Der Triangulator besteht aus 3 Antennen. Sobald alle 3 aktiviert werden, kann die Oberfläche des gesamten Tals überwacht werden. Wenn das funktioniert, können wir herausfinden, wie die Söldner ins Tal gelangen. Okay, was muss ich tun? Eine der Antennen steht hier in der Basis, aber die beiden anderen wurden von Söldnern eingenommen. Hilfen uns dabei, sie wieder unter unsere Kontrolle zu bringen. Das ist nicht mehr lustig. Ich meine, natürlich, ich bin einverstanden. Viel Glück. Halte mich auf dem Laufen. Was geht dort ab? Ich gehe mal jetzt kurz hier runter. Bitte sofort kommen, verdammt! Ich werde jetzt nicht mehr die Mission spielen. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht Ende und so. Nee, ich will dahinter. Komme ich denn dahinter? Muss ich dazu da? Ich muss dahinter. Nee. Das sah nur so aus. Jetzt gehen wir hier hoch. F5. Das ist mir jetzt doch zu risky. Okay, das schaffen wir nicht. Oben gehen. Wir würden noch leben. Nur, wo leben wir? Das ist die Frage.
Ja gut, hier ist immer eine Leiter. Klettern wir mal raus und ja. Gut, nach diesem zweiten missglückten Anlauf dahinter zu kommen, würde ich sagen, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag nach dort immer. Bis zum nächsten Mal.